Hallo und herzlich willkommen zurück. Freunde der Nacht, Freunde von Amnesia und ja, ich habe die Leiter runtergeholt. Es war überhaupt gar kein Problem, wir brauchen keine Säure, wir mussten einfach nur diesen Hebel mehrfach hoch und runter machen. Dann hat man mit der Leiter dieses Rohr nach unten gedrückt. Gar nicht so kompliziert, ich habe es einfach nur wieder komplizierter machen wollen. Und ich habe 10.000 Steine dagegen geworfen. Natürlich hat es nichts gebracht. Was ist das? Nice, die Dinger kommen runter. Steuerraum. Wir lesen erstmal. Wir haben eine Notiz bekommen. Oh nein, repariere die Maschine, die die Ostbrücke antreibt. Okay. Ach, cool. Das kommt ganz runter. Das Ding will irgendwie nicht. Warum nicht? Moment. Oh Mann, ey. Wieso nicht? Das will auf jeden Fall irgendwie nicht. Na gut. Gehen wir mal im Steuerraum schauen. Alexander wusste, dass es eine Möglichkeit geben musste, um das Ritual zu beenden, bevor es zu spät war. Er musste seinen Freund zeigen, wie man die Lebensessenz gewinnen konnte. So viel war sicher. Nice. Dieses Licht werde ich mich nie gewöhnen. An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we plan. Ich muss das lesen eigentlich. Könnten wichtige Informationen sein für uns. Okay, ist hier nix. Verschiedene Räume. Wow. Ah, das sind wieder tolle Rätsel für uns. Das brauchen wir bestimmt. Leg's mal hier in die Mitte, dass wir sie wiederfinden. Zündbuchse. Und ich muss, glaube ich, dringend gleich mal etwas essen. Diese Maschine funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Das müssen wir wahrscheinlich auf jeden Fall dann irgendwie aufdrehen. Wir gehen mal gegenüber gucken, was hier zu tun ist. Das Gleiche. Okay, hier ist es ein bisschen sehr dunkel. Aber wo kommen diese Dinger wohl ran? Irgendwo wird wahrscheinlich was fehlen. Nur wo? Da müssen wir wieder ganz genau unsere Äuglein öffnen. Und hier ist der dritte Raum. Hier ist auch noch so ein Rad. Ein schweres Tor. Ich hoffe, wir kommen hier auch wieder raus. Das ist ja riesig hier. Krass. Wahnsinn. Da sind ganz viele Hebel. Ah ja, eine hölzerne Kurbel. Wahrscheinlich gibt es hier noch mehr Zeugs, was wir aufsammeln müssen. Oder hier fehlt irgendwo eine Kurbel. Oh, okay, das funktioniert also schon. Aha, jetzt geht das wieder hoch. Ich habe natürlich überhaupt noch keine Ahnung, wie das zu funktionieren hat. Ich habe auch, glaube ich, noch nirgendwo hier einen Brief gefunden, wo drinne steht, wie das Ganze funktionieren soll. Wäre vielleicht mal von Vorteil. Ob ich das dann verstehe, ist natürlich eine andere Sache. Guck mal, hier ist auch wieder so ein Ding. Ah, da haben wir auf jeden Fall einen Brief. Steckt fest. Die Dinger stecken also fest. Ah, ja. Öl.
Füllen wir gleich mal sofort auf. Ach, das war falsch. Hä? Da. Zack, Öl. Okay, dann lesen wir mal den Brief. Da wird uns wahrscheinlich nähere Infos geben. Zack. Ach, herrje, viel zu lesen. Die Maschine oder eine Maschine, keine Ahnung. Die Arbeit und das Wissen, wie ich diese Maschine, die ich in diese Maschine steckte, werden von einem kleinen Mann der Welt übertroffen. Von keinem Mann natürlich. Ja, ihr seid schon toll, Männer. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen soll. Bla bla bla. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch die Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was der Erfinder von einem Monstrum... Ich will jetzt wissen, wie dieses Ding funktioniert und nicht, was ihr tollen Männer mit dieser Maschine gemacht habt. Wofür brauche ich diese komischen Rohre? Wo müssen die ran? Okay, wir sehen uns hier, verschaffen uns erstmal einen Überblick, würde ich sagen. Hier? Oder ist das das schwere Tor? Ne, hier ist noch ein Raum. Hier ist noch ein Raum. Das ist ja einigermaßen hell hier, oder? Ja, und was ist hier? Aha, aha. Hier scheint aber irgendwie nichts... Hier muss doch auch irgendwie irgendwas... Aha, hier sind irgendwelche Löcher. Wie ich das richtig sehe. Ah, ja, siehst du, jetzt wissen wir, wo der Kram hinkommt. Alles klar. Da müssen wir erstmal den ganzen... Das war natürlich jetzt wieder der falsche Raum, ne? Oder war hier auch ein? Ja, natürlich nicht. Aber gut, wir wissen ja ungefähr, wo die Dinger sind. Nehmen wir hier mal das erste, genau. Zack. Und dann werden wir das da mal an die Wand klatschen. Und dann die nächsten holen. Ah. So, perfekt. Gut. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Tor auf. Am besten sammle ich die davor alle mal. Oh. Ja, das war natürlich schlau. So. Hier haben wir noch eins. Ich weiß gar nicht. Ach Mensch, Schneckball. So, auf. Würdest du bitte aufbleiben? So, okay. Dann machen wir erstmal die Dinger wieder ran. Aber da sind 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Wir haben dann jetzt erst 3. Das heißt, da müssen wir noch wieder weiter suchen. Ist ein bisschen öde, die Folge, ne? Keine Monster und so. Aber ich würde sagen, 2 fehlen noch, ne? Müssen wir hier nochmal gucken. So, da passen wir durch. Wir hatten ja hier noch mehr Räume. Ne, da kommen wir her. Und hier haben wir alles geholt. Vielleicht... steckt leider auch fest. Aber wir konnten doch... Nee, wir gehen doch nochmal zurück. Ich glaube, da war auch irgendwas. Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie voller Angst, als das Spektakel begann, um den blauen Schimmer zu lösen. Ach, hier bin ich. Ja. Das war Blödsinn. Ich dachte, irgendwie sind wir woanders. Aber, ja.
Das blaue Licht blendete ihn. Huch. Also müssen wir hier doch nochmal gucken, ob hier nicht vielleicht doch auch noch irgendwie was liegt. Okay, also die sind auf jeden Fall nicht, stecken nicht fest sozusagen. Dann drehen wir die mal auf. Es hebt da diese Dinger im Hintergrund. Bin hier echt wild am Kurbeln. So, da könnt ihr es jetzt gleich sehen. Das Ding geht hoch. Keine Ahnung, was es ist. Wir machen einfach mal. Mhm. Okay. Ich würde sagen, dann ist hier bestimmt alles erledigt. Gucken wir nochmal, was im Raum gegenüber ist. Da steckten die Dinger aber fest. Ja, hier steckt das fest. Hier können wir nichts machen. Die hängen jetzt hier so rum. Und es ist aber auch kein Rohr mehr da, was wir benutzen könnten. Also müssen wir... Bleibt uns nichts anderes übrig. Ach, jetzt... Ja, durch das schwere Tor müssen wir durch. Ich habe eine Orientierung. Das ist zum Heulen. Das ist echt einfach nur zum Heulen. Also gucken wir hier nochmal genau. Können wir eigentlich gar nicht so viel übersehen. So. Weil ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber wir könnten mal gucken. Wartet mal, in dem anderen Raum sind doch auch diese Hebel und die stecken fest. Wir gucken einfach mal, wie die angeordnet sind. Also runter, hoch, hoch, runter. Runter, hoch, hoch, runter. Okay, das ist ja eigentlich nicht so schwer. Also den wieder runter. Und den hoch. Ich glaube, das war richtig. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, hier dampft es ordentlich. Und wir haben ja auch immer noch diesen einen Hebel eingesammelt. Jetzt gucke ich nochmal einmal hier, wie es hier jetzt aussieht. Ja, müsste aber laufen, oder? Ja, weil bewegen können wir die ja immer noch nicht. Das ist also gut. Hier liegt nichts mehr. Läuft, würde ich sagen. Und dann hier. Oh. Trotzdem würde ich sagen, fehlen uns Rohre. Ich weiß auch nicht, ob das... Oder muss das genauso angeordnet sein wie hier? Irgendwas ist da falsch, glaube ich. Oder kann ich hier was wegnehmen? Das war nicht so aus. Das wäre ja theoretisch richtig. Und hier ist so quer. Uns fehlen doch welche. Wir wollen mal gucken. Wir können die doch drehen. Irgendwie. Boah, der macht das immer so ran. Warte mal. Können wir das nicht richtig drehen hier? Das ist ein bisschen Friemel-Scheiß. Ja, genau. Mach's doch gleich. Ach komm, ey. Ja, das wird schon richtig so sein. Okay. Daniel, is that you? Ja. What are you doing? Ja, das bin ich. Vielleicht haben wir das jetzt richtig gemacht. Ich weiß es nicht. Mach auf hier. Haben wir jetzt alles richtig gemacht? Also mehr ist hier doch jetzt auch nicht zu tun. Es ist definitiv hier nicht mehr, liegt hier auch kein Rohr mehr rum. Wir gehen jetzt hier mal wieder raus und gucken mal, ob wir das jetzt in Gang geschmissen haben. Dann können wir vielleicht das Wasser abpumpen oder so. Oder wir müssen noch in die anderen Räume. Ich bin gespannt und...
Okay, da tut sich auf jeden Fall nichts, aber wir können ja hier einmal reingucken. Zisterne, was hier so abgeht. Die wunderschöne wilde Orchidee schien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brennenburg wachsen konnte. Leider waren es Alexanders Studien und seine Pflege, die die Blumen zum Blühen brachten. Das sieht hier nicht so gut aus, finde ich. Mit Wasser bin ich in diesem Spiel sowieso etwas auf Kriegsfuß. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Wassermühlen. Hier sind... Exactly. Okay, der labert irgendwas von Wassermühlen und hier sind Fische. Hallo! Ich höre echt jemanden. Hier redet irgendwer. Aber es scheint auf jeden Fall kein Wassermonster hier zu sein. Das finde ich schon mal gut. Kein Plan, was wir hier machen müssen. Aber es ist eigentlich auch mal ganz entspannend. Obwohl ihr sowas... Okay, das muss wahrscheinlich irgendwie runter. Ihr wollt das wahrscheinlich gar nicht sehen. Ihr wollt mich bestimmt nur leiden sehen. Aber es muss auch mal ruhigere Folgen geben, meine lieben Freunde. Oh, okay, runterspringen ist nicht gut. Ich dachte, wir... Oh nein... Doch gewartet. Mann! Oh ja, geht's noch? War das jetzt abgedreht? Wir sind kurz vorm Sterben. Ich habe keine Ahnung, wo. Aber abgedreht haben wir es jetzt auf jeden Fall. Dann. Das zum Thema Wassermonster. Was ist das? Kanalias... Ach du Scheiße. Brief lesen. Es besteht kein Zweifel daran, dass Alexander fest an das glaubt, was ich nur als Zauberei beschreiben kann. Alexander woke me up early. Ja, ein echter Mann ist Alexander. Er beweist hier auch wirklich viel Mut. Und gut, jetzt haben wir das Wasser umgeleitet. Ich höre schon wieder irgendwelche Stimmen. Ich würde sagen, wir laufen auch definitiv mal zurück. Es ist irgendwie dunkler geworden. Und ich habe irgendwie jetzt die üble Befürchtung... Das kommt, das Vieh! Komm, schnell, 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 schnell! Ja, ja. Merkt das wohl? Dass hier irgendwo... Ah. Müssen wir wieder rumjumpen hier. Unser Licht ist aus. Boah, das war äußerst knapp. Hier ist bestimmt Öl. Irgendwer labert hier auch die ganze Zeit. Wasser tritt langsam in die Kammer ein. Was? Leute, wir haben... wo tritt Wasser ein? Scheiße! Das gibt hier Überschwemmung oder was? Ich glaube, wir ertrinken. Da ist, das müssen wir wohl abdrehen.
Ja, Freundchen, nix da. Du kriegst mich nicht, du Spacken. Jetzt haben wir das. Okay. Gut. 8. August 1830. Suddenly, the blue light was stained by. So. Nein, das war gar nicht gut. Toll. Toll. Ah, Manu, ne? Todesmutig. Da ist immer noch das Wasser, was da reinläuft. Leute, ich muss hier mal irgendwie echt den Part beenden langsam. Hier ist alles wieder dunkel. Ich habe null Ahnung, was wir hier noch machen müssen. Ob wir jetzt hier schon alles gemacht haben, weiß ich nicht. Kommen wir da nochmal rüber irgendwie? Ich versuche das nochmal. Ich könnte auch mal ein bisschen Licht anmachen, ne? Komm. Zumindest da an der einen Stelle. 20 Minuten schon wieder. Ich will das gar nicht. Das Wasser, das in die Kammer strömt, macht ein merkwürdiges Geräusch. Was ist da wohl drin? Ertrinkt da drin jemand? Hallo? Wir wissen es nicht. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Egal, wir beenden jetzt erstmal die Folge. Weil, wegen Überlänge und so. Keine Ahnung, was da passiert, aber wir werden es definitiv rausfinden und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich freue mich auf euch wie immer und ich sage danke fürs Zuschauen und so weiter und bis dann. Ciao, eure Schneckball.